First impression was I thought the guys had a really good relationship with each other. They welcomed me right away. They're excited to see me. I thought everyone's been very welcoming, and it seems like a great locker room, great group of guys. Ja, also wir haben in Essen auch schon super zusammengespielt. Halt nicht viele Spiele, weil ich dann aus finanziellen Gründen aufgehört habe in Essen, weil die mich nicht mehr bezahlt haben. Und ja, dann habe ich die Saison schon im Januar beendet. Und jetzt haben wir uns 2 Jahre aus den Augen verloren. Und jetzt kam das über einen kleinen Zufall wieder zustande, dass er jetzt hier in Deutschland ist. Eigentlich nicht groß da. Erik hat sich da gut um mich gekümmert schon im Vorfeld. Fiete hat sich auch gut um mich gekümmert. Die haben viel mit mir gesprochen, dass ich mir selber keinen Druck machen soll. Und bei mir war es eigentlich eher die Vorfreude, endlich spielen zu dürfen, weil es leider in Langenhagen nicht so geklappt hat. Deswegen war da eher die Vorfreude aufs erste Spiel dann groß da. I think we can definitely make the playoffs. It's a big series against Nordhorn at the end of the season. I think if we play the way we played the last 2 games, we played well. I think we have a good chance to beat them. And then the derby with the Indians, you never know, anything can happen. So looking forward to that. Gar nicht gesehen, dass sie den Torwart rausgenommen haben. Also ich habe dann erst in dem Moment gesehen, in dem Pucklauf, gesehen Verteidiger, macht den Kopf hoch, sehe, dass der Tor ist, ja, und dann habe ich einfach reingeschoben. Ja, es war ein bisschen komisch, war halt auch mein erstes jetzt hier in der Oberliga, aber an sich brauchst du da auch selber jetzt nicht die großen Gedanken machen. Also ich finde, das ist immer so eine 50-50 Chance. Mal gewinnst du, mal verlierst du. Deswegen gehe ich da jetzt nicht mit irgendwie, oh mein Gott, dieses Gefühl rein, so, sondern ich gucke, was geht, gebe immer mein Bestes. Ever since I was little, I think when I was 3 years old, the first time I skated, and I grew up in New Jersey till I was 10, so I went to New York Ranger games, and I saw the fans, I saw how amazing it was to play in the NHL, so since I was little, it was my goal to be a professional hockey player. Auf jeden Fall. Also da sind noch ein paar Spieler, mit denen ich so eine kleine Quittung zu begleichen habe, oder Rechnung. Wie wird's ausgehen? Aber wir gewinnen. Bin mir sicher. Es gibt viele wichtige Sachen, aber eine grundlegende Sache ist einfach, wenn du die Scheibe nicht siehst, kannst du sie nicht fangen. Und deswegen, also das ABC von einem Eishockey-Torhüter ist einfach, fängt schon mit damit an, dass du die Scheibe wirklich siehst. Und deswegen ist der Augenkontakt mit der Scheibe eigentlich sehr entscheidend dafür. Well, my mom is from Austria, so she speaks a bit of German, and my grandparents spoke German, so I grew up being familiar with German food and where my grandparents are from, Kitchener, Ontario. There's a big German population, so I know quite a bit about Germany before I came over here. Thank you, the fans of the Wiedemark Scorpions. I'm very excited to be here. I think we have a great team and we'll fight for you, and hopefully you come to the games and cheer us on. Really appreciate the support. Thank you.